Ja, liebe Zuschauer, kommt zu einem Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Zuschauer, ich habe letzte Nacht von meinen Mods reingelegt. Ja, es hat mich zu Bedenken gegeben, ob ich meinen Spy-Kanal noch weitermache. Wieso? Ich habe mehr Accounts erstellt, was ich jetzt nicht schlimm finde. Habe ich daraus verarscht. Also Raids angetäuscht, immer so gesagt, es war so ein Yuyami gewesen. Und Spaß so. Haben sich als Yuyami wäre. War aber nicht stimmte. Leider. Da wird es Andenken gebracht letzte Stunden. Nach dem Trade bin ich auch reingegangen. Von dem Trade bin ich auch reingegangen. Weil ich ein bisschen nachdenken wollte. Wieso? Ich will überlegen, ob ich das genau weiterführe. Wir haben viele Accounts gestellt, mich zu pushen. Was ich nicht schlimm finde. Aber ich habe 10 oder 12, mir mindestens 6 Accounts haben mich abonniert, die schon einen Account haben. Was ich nicht schlimm finde. Irgendwie ist ja, dass YouTube einfach keiner YouTuber nicht so pusht. Sehr gut gepusht. Und ich so. Zock F1 und werde nicht so gepusht. Was ich doch verstehe. Warum pusht man FIFA-YouTuber? Warum pusht man mich nicht auf dem zweiten Kanal und so? Das verstehe ich jetzt nicht. Nur ein Beispiel, weil ich jetzt da reinziehe und mir dazu führt. Verstehe ich nicht. Warum pusht man auch nicht kleinere YouTuber, die unter 100 haben? Das verstehe ich nicht. Meinen ersten Kanal habe ich auch mal auf 1 gleich streamt. Kommt auch weniger zu. Aber verstehe ich nicht, warum man 150er Abonnenten hat und warum man 113 Abonnenten hat. Das verstehe ich nicht, oder 10. Verstehe ich nicht. Das ist ein bisschen enttäuschend für mich, dass ich einfach nicht gepusht werde von YouTube. Das ist einfach nur asozial von YouTube. Sorry, einfach nur asozial. Deswegen überlege ich mir, ob ich meinen Zeitkanal auch weiterführen möchte. Wenn ja, wie denn? Entschuldigung, werde ich ja nächste Woche treffen. Steht schon fast fest, steht schon vielleicht schon fest. Vielleicht schließe. Wieder schließe, weil es eh nichts bringt. Leider. Weil es bringt eh nichts, weil das sind ja nur ein paar, die eingeräumt haben. Ich glaube, ein paar eingeräumt haben. Der Rest haben ja mehrere Accounts, was ich nicht die Stimmen finde, mich zu pushen. Das ist nicht schlimm, aber trotzdem willst du andenken. YouTube. Ist eine Großplattform, die pusht einfach nur große Abonnenten haben, nicht wie deiner, das ist einfach nur asozial. Warum ich jetzt nicht zu Twitch frage, wechsle ist jetzt frage jetzt einige. Wieso? Weil man muss alles. PS4 kann man die einstellen, wo man leisten möchte. Und auf der PS4, YouTube, ja, ist es auf Deutsch. Aber bei Twitch muss man es jetzt anstellen, also dass man auf Deutsch leisten möchte und nicht auf Englisch leisten möchte. Das finde ich für PS4 ein bisschen schwierig auf Twitch, dass man das so noch mal während der Livestreams nochmal so Art, was nochmal jetzt mal einstellen muss. Da ist schon ein bisschen scheiße von YouTube. Von Twitch meine ich jetzt. Ein bisschen dumm, dass man das nicht anbietet, dass man das vor den Livestreams schon arbeiten kann. Das muss Twitch schon ein bisschen besser machen für PlayStation, dass man das so schon einstellen kann, dass man schon weiter leisten kann und nicht anhalten muss, ja, wird sich viel zu jetzt auf Deutsch streamen. Ja. Endlich fallen jetzt bei Mods, wenn mit jetzt nicht auf List getreten wird, ja, tut mir leid, aber es muss mal gesagt werden, dass ich jetzt überlege, weiterführe. YouTube werde ich auch weiterführen bis Ende 2020. Wenn es da nicht wird, ich würde überlegen. Ich mache mir Livestream Spaß, eigentlich. Ja,
Eigentlich schon, aber trotzdem will man auch Erfolg haben, dass man auch Spaß haben auf YouTube. Bei Mods machen richtig geilen Content auf meinem Kanal als Mods. Ich sag nur, mit der Quinch Part letzte Woche Donnerstag. Das war richtig geil gewesen. Ich hab auch sehr geile Sätze raus mit meinem Auto. YouTube muss einfach auch alle pushen, nicht immer die größeren YouTuber pushen, wie ja, die Namen wisst, wie ich meine. Hoffentlich schaffe das, hoffentlich auf YouTube, hoffentlich auch die YouTube auch mal zu pushen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn nicht, überlege ich mir was. Danke fürs Zuschauen, ich wünsche einen schönen Abend noch, schönen Tag noch, oder schönen Morgen noch, bei Tag Video. Jetzt noch, guck, oder schon Nacht, jetzt noch. Danke fürs Zuschauen und ciao.